An Angst stirbt man nicht, aber... Tag zusammen, hier ist wieder Ben und wir machen weiter mit Resident Evil, das Remake für den GameCube. Haben uns das letzte Mal durch schon ein paar Zombies geschnetzelt und jetzt haben wir auch die Spur von allen unseren Teamkollegen verloren. Ja, man muss sich ja immer auch unbedingt aufteilen, egal wo man ist. Man muss sich einfach aufteilen, es geht gar nicht anders. Ne? Ich meine, wie oft kennt man das aus Horrorfilmen oder so, dass man die erste Lösung, die man findet, ist erstmal gut, wir müssen uns aufteilen und jeder sucht irgendwo anders im Haus oder wo auch immer nach irgendwas. Total übertrieben und total dämlich eigentlich. Okay, wir wollen uns jetzt als nächstes hier mal nach draußen begeben, denn hier kommen wir auf den Hof. Und schauen wir mal, was hier so Schönes gibt. Okay. Motten fliegen um das Licht herum. Hier geht es noch nach unten und ich glaube, hier gibt es auch Zombies irgendwo. Na, noch rennen hier nicht viele rum. Nee, ein Glück. Wir können mal gucken, was sich hier drin befindet. Ah, sie ist von der anderen Seite verschlossen und irgendwas leuchtet da. Schade. Mhm. Zerbrochener Grabstein, er trägt weder Namen noch Inschrift. Okay. Ich meine, es ist ja schön, dass man so einen richtig spooky Friedhof hinter seinem Haus hat. Okay. Okay, hier sollte sich, glaube ich, auch noch irgendwo was befinden, oder? Na, gibt es hier irgendwas Schönes? Ja, hier gibt es was. Oh, das sieht gut aus. Das ist, glaube ich, Munition für irgendwas. Und, oh, ich würde ja am liebsten das Messer wegwerfen, weil das Messer ist so unnützlich in diesem Spiel. Also wirklich, man braucht es nicht. Das ist die schlechteste Waffe im Spiel, man braucht sie echt nicht. Man kann sich so schlecht wehren gegen Zombies. Aber hier haben wir erstmal ein bisschen Gewehrmunition. Das ist gut, zwar haben wir die Waffe noch nicht, aber so haben wir dann zumindest schon ein bisschen mehr Schuss, wenn wir sie kriegen sollten. Okay, was haben wir hier? Oh, das ist auch eine nette Ansicht. Okay, hier haben wir wohl einen Grabstein. Und, hier ist das mit der Pfeilspitze. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Genau, hierfür brauchen wir die nämlich. Ja, das hatte ich noch so irgendwie unterbewusst in meinem Gedanken, in meinem Kopf gespeichert. Und jetzt öffnet sich hier eine Tür und jetzt kann man hier runtergehen. Oh, ich weiß gar nicht, ob man da schon runter muss oder runter sollte. Ich meine, wir haben immer nur noch die Pistole als Waffe. Wir haben noch nichts Besseres gefunden. Und jetzt... gehen wir langsam die Treppe herunter. Ist hier ein Gegner? Man kann immer ziemlich gut die Räume auschecken, ob irgendein Gegner hier drin ist, indem man mit seiner Waffe anfängt zu zielen und dann automatisch würde Jill einen Gegner anvisieren. Das heißt, man könnte so checken, ob sich jemand außerhalb der Kameraposition befindet. Aber dem ist scheinbar nicht so. Was haben wir denn hier? Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase. Okay, eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nasen und Mund. Okay, scheinbar sollen wir hier irgendwas einsetzen, aber ich glaube, wir haben noch nichts, was derartig da reinpassen könnte. Hier ist irgendwo was angekettet. Ja, wollen wir so wirklich wissen, was da drin ist? Oh, ich hoffe, das kommt nicht runter, wenn wir jetzt hier diesen Gegenstand nehmen. Hier ist ein Buch. Ah ja, das Buch der Verfluchten. Okay, ich hoffe, dass jetzt dieser Sarg da oben nicht runterkommt. Nein, nicht runterkommt, bitte nicht. Die Ketten bewegen sich. Wollen sie wohl führen? Na, schön da oben bleiben und gut, wir rennen schnell weg. Okay, wir haben das Buch. Wofür wir das brauchen, weiß ich jetzt nicht genau, aber wir können es ja mal untersuchen. Vielleicht befindet sich ja da was. Okay, was haben wir denn hier hinten? Das sieht aus wie ein Schlüssel. In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Wollen wir ihn entfernen? Na klar. Und wir haben einen Hausschlüssel. Okay, damit können wir das Buch der Verfluchten öffnen. Und sehen hier... Buch der Verfluchten. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen.
Okay, mit anderen Worten, wir müssen 4 Masken finden. Und dann erwacht die Macht des Bösen. In dem Fall bestimmt das Viech aus dem Sarg, wenn da irgendwas drin ist. Und ich glaube nicht, dass das so freundlich uns gesonnen ist. Egal, das heißt, wir müssen erstmal 4 Masken finden. Und ja, wir haben noch nicht eine gefunden. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen suchen. Wir können erstmal diesen Schlüssel untersuchen und gucken, was sich darauf befindet. Ah, ein Schwertsymbol. Ein Schwert ist eingraviert. Damit ist das der Schwertschlüssel. Okay, was können wir, wo können wir jetzt mit dem Schwertschlüssel hin? Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ihn jetzt. Wir können ja mal auf die Karte schauen. Wir schauen auf die Karte und sehen, dass wir... Okay, schade, es werden keine Symbole eingefügt. So kann man sich schlecht merken, wo man schon drinne gewesen ist, wo nicht. Okay, ich glaube, mit dem ersten Schlüssel konnte man hier die Tür in dem Raum gegenüber vom Esszimmer hier aufschließen. Was kommt man hier eigentlich rein? Nee, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Okay, hier brauchen wir den Helmschlüssel. Aber ich glaube, hier kann man den Schwertschlüssel benutzen. Ich hoffe, dass unser Freund, der nette Zombie von nebenan, nicht da drinnen noch rumeiert irgendwo. Ja, doch, er schimmelt noch irgendwo. Man hört ihn noch ein bisschen rumstöhnen. Ja, genau, hier kann man den Schwertschlüssel benutzen. Okay, das heißt, wir können hier durchgehen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Okay. Ah, der Raum, ja. Auch ein legendärer Raum in der Resident Evil Geschichte. Nicht, weil hier verschiedene Skulpturen und Töpferwaren rumstehen. Nein, warte mal, vielleicht sieht man das gleich. Okay. Ich werde jetzt mal hier an dieser Stelle was einblenden, rechts, weil Jill jetzt gerade links steht. So sah das im Originalen aus und ja, man konnte sehen, dass ein Hund durch die Scheibe springt. Ja, und das war so ein richtig fieser Schockmoment für damals. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob hier dieser Hund auch durchspringt oder ob irgendwas passiert. Ah, hier liegt irgendwas. Was liegt denn hier so Schönes? Vielleicht Munition? Nee, ein Dolch. Das ist gut. Okay. Gucken. Oh, Alter. Ja, irgendwas ist zersprungen in der Scheibe. Okay. Ein Gemälde des Hauses hängt in der Finsternis. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, ob da jetzt noch irgendwas durch die Scheibe gesprungen kommt. Nichts, was irgendwie aggressiv ist. Ich glaube, wir können hier das auch noch verschieben. Vielleicht befindet sich hier unter auch noch was. Wie? Können wir nicht verschieben? Vielleicht von der anderen Seite. Na, komm. Ja, ist ein bisschen hakelig manchmal, die Steuerung. Das ist so ein bisschen das Problem der alten Spiele gewesen. Und ich, mit dem Analogstick hier macht es das eigentlich nicht einfacher. Aber was will man machen? Das ist halt der Charme von damals. Oh, das sieht aus wie Munition, oder? Ja, Pistolenmunition, das ist gut. Haben wir wieder ein bisschen mehr. Das heißt, wir können ein bisschen rumschießen. Und verlassen dann diesen spooky Raum aus dem ersten Teil. Huiuiui. Ja, hier kann man sie nochmal betrachten. Man sieht sogar den Dolch, den sie dabei hat. Ja, und ihren schönen Hintern kann man betrachten. Und jetzt haben wir sie genug bespannert. Jetzt gehen wir weiter. Okay, hier draußen. Was ist denn hier draußen so Schönes? Sie haben den Dietrich verwendet. Okay. Ich glaube, hier kommt man nach hinten, um irgendwas zu finden. Ja, hier draußen. Ich glaube, hier gibt es aber nur Kräuter oder so, wenn ich mich nicht ganz irre. Irgendwo hüpfen, irgendwo bellen Hunde. Das mag ich jetzt auch. Nicht so. Und irgendwo rennen die Hunde. Oh Mann. Auf jeden Fall liegen hier eine Menge rote Pflanzen. Und ah, diese. Ich meine, wir müssen irgendwann mal an eine Kiste kommen. Und hier liegt auch noch ein Kanister. Ist noch Kerosin da. Und hier ist auch noch was. Ja, das brauchen wir, glaube ich, auch irgendwann. Aber das lassen wir hier erstmal noch liegen. Wir rennen jetzt lieber ganz schnell wieder weg. Wir wollen nicht, dass die Hunde hier noch irgendwie über den Zaun springen. Aber das merken wir uns für später. Hier draußen haben wir also noch eine Menge Pflanzen, Kerosin und Pflanzendünger. Okay.
Zeit, in den nächsten Raum zu gehen. Ja. Ah, eine Toilette. Und ich bin gleich wieder da. So, sorry für den kleinen Schnitt hier. Okay, was haben wir denn hier? Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Okay, das heißt, Jill kann noch eine Runde duschen gehen, wenn sie Lust hat. Auf Toilette, irgendwas Schönes? Ah, die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Okay. Hier in der Badewanne irgendwas? Sie ist voller Schmutzwasser. Wollen wir den Stöpsel ziehen? Ja. Ja, greif mal schön in das Unbekannte. Mmh, schöne Brühe. Oh! Der Hausherr hat anscheinend gebadet. Oh, 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 oh. Ja, das ist natürlich ein Traum, hier drinnen zu kämpfen, bei so wenig Platz. Oh, schön siehst du aus. Ich glaube, wir sollten ihm mal seine Creme reichen. Schon ein bisschen faltig, der Gute. Okay, anscheinend hat Jill es von alleine schon beendet. Ja, geh mal rein. Okay, ich glaube, sie hat sich gerade ein bisschen übergeben. Schön, wie er hier liegt. Okay, aber er hat irgendwas, mit einer kleinen Klinge gebadet. Vielleicht hat er sich wohl das Leben genommen, bevor er da in die Badewanne gestiegen ist. Ich glaube, bei Chris muss man diesen Zombie sogar bekämpfen. Ich glaube, nur bei Jill hier macht sie ihm den Gar aus von vornherein. Okay, nächster Raum. Wir sind wieder im Gang. Oh, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo was rumrennt. Was ist das denn hier? Haben wir hier irgendwo was an den Fenstern? Hier irgendwo? Nee, nichts. Nicht mal ein bisschen Munition oder so? Oh, schöne Einstellung. Okay. Ah, der Raum kommt mir doch bekannt vor aus der Originalversion. Okay, da muss ich jetzt aber einmal gucken. Ach Mist, wir haben immer noch nicht den Raum gefunden, wo wir uns, ja, unsere Sachen ablegen können. Das heißt, wir müssen den Raum erstmal gleich besuchen. Ich muss jetzt doch irgendwo mal hier eine Truhe finden, wo wir unsere Sachen einlagern können. Was ist das denn hier? Okay. Oh, da stöhnt irgendwo einer. Ich glaube, hier kommt ein Raum mit einer Truhe. An diesem Part von dem PlayStation 1-Titel kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut erinnern. Ja. Uiuiuiui. Oh. Den erschießen wir mal. So, komm. Hallo? Jetzt geht drauf. Schnell ausweichen, nicht, dass er uns noch beißt. Ah, er lebt noch. Okay, das war's. Ist da oben auch noch einer? Ja, da oben ist anscheinend auch noch einer. Es gibt eine Besonderheit in diesem Teil, und zwar die Zombies. Ah, das zeige ich gleich, wenn wir wieder draußen sind. Jetzt wollen wir uns erstmal hier in diesem Raum umsehen und sehen hier, glaube ich, eine Truhe. Ja, sehr schön. Okay. Und hier wollen wir jetzt erstmal die Farbbänder ablegen, das Messer. Dann legen wir noch das Emblem ab. Und ich glaube, diesen Edelstein legen wir auch noch ab. Ja, erstmal alles weg. Den Schlüssel nehmen wir aber mit. Und die Munition behalten wir auch noch für das Gewehr. Ja, das behalten wir erstmal. Okay. Achso, Magazin können wir natürlich mitnehmen. Okay. Das können wir nicht untersuchen. Nein, nicht untersuchen. Das können wir kombinieren. Und jetzt kurz nochmal nachladen. Okay. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Alte Kisten und Leitern stehen herum, aber hier steht auch noch so ein kurzer, kannst einen trinken. Ein Treibstoffkanister. Ah, genau dafür brauchen wir den. Alles klar. Und hier haben wir noch weiter Munition. Das ist gut. Und hier in der Ecke könnte man speichern. Aber hier ist noch Kerosin und da können wir den Kanister auffüllen. Und zwar sieht man jetzt, dass wir hier zwei Ladungen haben mit dem Treibstoffkanister. Und ja, den könnten wir jetzt trinken, aber ich glaube, das wäre nicht so gesund. Aber wir haben noch Kerosin da drinne.
Und wofür wir das brauchen, das sage ich euch gleich, wenn wir draußen sind. Hier ist eine alte Schreibmaschine, falls wir speichern wollen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns jetzt nochmal zurückbegeben in den Raum, den wir eben passiert haben. Ich glaube, dass wir da schon rein können. Es war natürlich blöd von mir, dass ich das nicht überprüft habe. Und nebenbei nehmen wir auch nochmal was zu heilen mit. Denn ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein bisschen Heilung zumindest im Inventar hat. Okay, wie man sieht, der Zombie verschwindet nicht. Nein, der liegt hier immer noch rum. In den alten Spielen sind die immer despawned, das heißt, sie haben sich aufgelöst und waren weg. Aber hier in diesem Teil ist es so, dass diese Zombies nach einer Zeit wiederkommen. Ja, die Zombies stehen nach einem bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht, wie lange der ist, aber sie stehen wieder auf. Und wenn sie wiederkommen, dann sind sie extrem mächtig. Dann sind sie schnell, stark und ja, sind richtig nervig. Das kann man umgehen, indem man sie einfach verbrennt. Aber wir brauchen etwas zum Anzünden, verdammt. Das heißt, wir müssen noch das Feuerzeug von irgendwo holen. Ich hoffe, dass der Zombie dann erstmal ein bisschen liegen bleibt und nicht... Och nee. Der Türgriff sieht nicht mehr ganz so heil aus. Das heißt, wenn wir hier durchgehen, es könnte dann sein, dass er irgendwie abfällt und wir hier nicht mehr durchgehen können. Ich glaube, das sollten wir nicht mehr so oft machen, zumindest da durchzugehen. Ja, ist ein bisschen tricky. Man muss sich echt überlegen, wie man vorgeht, wo man lang geht und was man macht. Aber jetzt wollen wir hier erstmal in diesen Raum gehen. Ist ja auch eine gute Frage, wo man das Feuerzeug herkommt. Auf jeden Fall hätten wir dann den Zombie anzünden können und dadurch hätten wir ihn dann komplett vernichtet und er würde nicht wieder aufstehen. Und das passiert wirklich mit jedem Zombie, den man hier in diesem Spiel auf normale Art und Weise, ja, den Chaos macht. Das heißt, wenn man ihn normal erschießt oder so. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch liegt in der Luft. Okay. Hier ist nichts Interessantes. Ah, da auf dem Tisch liegt noch ein Dolch. Ja, komm mal her. Genau, den Dolch nehmen wir mit. Und dann haben wir hier noch einen polierten Silberkrug. Und hier liegen noch ein paar Farbbänder, oder was liegt hier? Ah, nee, die wollen wir nicht. Ich glaube, da haben wir noch genug von. Aber hier an der Wand hängt was viel Interessanteres. Ja, ein neuer Argumentationsverstärker. Sehr schön. Aber wie man gesehen hat, lag diese Waffe auf so einem Mechanismus, der sich jetzt nach oben verschoben hat. Das heißt, irgendwo scheint jetzt irgendwas, ja, passiert zu sein. Wir gehen erstmal wieder raus. Jetzt haben wir erstmal die neue Waffe. Sehr mächtig und, ja, gut gegen Zombies und größere Gegner. Ah, ich glaube, jetzt wissen alle, was der Mechanismus war. Traum. Okay, wir sollten ganz schnell abhauen. Ja, und tschüss. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür lässt sich auch nicht öffnen. Ja, Traum. Oh Gott. What did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Und wir kriechen schnell durch die Tür. Ja, wie gut, dass Barry da wirklich um die Ecke gerade stand, um der Ecke gerade stand. Ja, da guckst du. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Das berühmte Jill Sandwich. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill Sandwich. You're right. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it.
Aber sowas von stehst du in unserer Schuld. Okay, wir haben eigentlich diese Falle überlebt, haben jetzt eine neue Waffe. Die können wir auch mal ausrüsten eigentlich. Ja, da sieht man, die ist schon ein bisschen mächtiger und mit der können wir Zombies auch so weit auseinandernehmen, ausschalten, dass sie auch nicht wiederkommen als Crimson Zombies. So heißen nämlich die Wiederaufstehenden. Steht hier einer um der Ecke? Ja, hier. Den müssen wir nämlich jetzt aber mal kurz die Rübe nur kurz wegholzen. Dann kommt er auch nie wieder. Vor allem hier an der Stelle, weil hier müssen wir, glaube ich, öfter mal lang gehen. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir hier durchgehen können. Zumindest. Ja, wir könnten noch einmal, glaube ich, jetzt zurückgehen. Ansonsten würde der... Oh, der liegt hier immer noch, der Typ. Ja, ich traue dem nicht so ganz. Aber gut. Gehen wir lieber erstmal hier nochmal in den Speicherraum und legen den Kerosinkanister ab, denn noch haben wir das Feuerzeug nicht. Das heißt, wir brauchen das noch nicht jetzt. Jetzt können wir uns den Platz lieber andersweitig benutzen. Nein, die Waffe wollen wir noch behalten. Und ja, ich werde mal hier an dieser Stelle speichern und einen Aufnahmecut machen, denn wir haben wieder einiges gesehen hier in dieser Episode. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Wir haben die Eigenarten von Zombies kennengelernt, dass sie wiederkommen als Crimson Heads. Und ja, ansonsten haben wir auch noch eine Menge andere Gegenstände gefunden, plus Räume gesehen und wir wurden von Barry gerettet. Ich meine, was gibt es denn besseres für eine Episode, als sowas zu kriegen? Alles klar, in der nächsten Episode begeben wir uns dann weiter durchs Haus. Wir schauen mal auf die Karte, wo es dann hingeht. Ja gut, wir haben die Karte nicht vom oberen Geschoss, aber das macht nichts. Es wird auf jeden Fall wieder extrem spannend und ja, schaltet wieder in der nächsten Episode ein hier auf BNTV. Facebook, Twitter, schreibt eure Meinung über das Video. Hat es euch gefallen? Was kann man verbessern? Was hat euch nicht gefallen? Ne? Schreibt mir bitte eure ehrliche Meinung. Ich nehme das immer gerne an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!